Ja, das ist ein bisschen unheimlich, aber vielleicht auch eine riesige Chance. Der Zellbiologe Bruce Lipton aus den USA ist davon überzeugt, dass wir unsere Gene und unsere DNA selbst in der Hand haben. Lenken können wir sie seiner Theorie nach mit Hilfe unseres Unterbewusstseins. Demnach haben wir es also selbst in der Hand, ob wir krank oder gesund sind und wie wir uns ansonsten entwickeln. Ein hochspannendes Thema, das ihr euch bei WhatsApp gewünscht habt und jetzt bekommt. In Klicks um Science and Fiction herzlich willkommen. Zitat: Nicht die gengesteuerten Hormone und Neurotransmitter kontrollieren unseren Körper und unseren Verstand. Unser Glaube und unsere Überzeugungen kontrollieren stattdessen unseren Körper, unser Denken und damit auch unser Leben. Ja, diese Aussage fasst Bruce Liptons Verständnis zur Zellbiologie bestens zusammen. Er ist überzeugt davon, dass wir mit unserem Unterbewusstsein unsere Gene lenken können. Und ihr könnt euch vorstellen, damit widerspricht er dem Großteil seiner Kollegen und Kolleginnen. Denn das langjährige Dogma der Medizin lautet, unser Schicksal ist durch unsere Gene vorbestimmt. Schon in den 70er Jahren hatte Bruce Lipton mit seinen Experimenten an Stammzellen erste Hinweise auf seine Überzeugung gefunden. Liptons Beleg dafür beginnt mit einer einzelnen Stammzelle in einer Nährlösung, die sich alle 10 Stunden teilt. Nach 2 Wochen ist eine Zellkultur entstanden. Wenn man dort Zellen entnimmt und sie in 2 neue Petrischalen setzt, die jeweils eine unterschiedliche Umwelt für die Zellen bilden, passiert Folgendes. In der einen Schale wachsen Zellen für Knochen, in der anderen Zellen für Muskelgewebe. Und das einzig und allein aufgrund der unterschiedlichen Lebensbedingungen, die sie zur Verfügung hatten. Liptons Fazit, die Zellen passen sich ihrer Umwelt an. Dazu Lipton, Zitat, die DNA ist nichts weiter als ein Bauplan. Was wir darin aufgezeichnet finden, muss nicht zwingend in die Tat umgesetzt werden. Wenn wir mit einem Bauplan unterm Arm zum Architekten gehen, nimmt dieser doch nicht den Plan, wirft ihn in die Baulücke und fertig ist das Haus. So geht das nicht. Ganz im Gegenteil. Jedes Gen trägt in sich das Potenzial, aufgrund seiner Umwelt und der Interpretation des Bauplans sage und schreibe 30.000 unterschiedliche Proteine hervorzubringen. Das heißt, wir gehen mit dem Plan zum Architekten und dann geht die Arbeit erst richtig los. Es wird angepasst, der Plan wird modifiziert und auf der Baustelle ergeben sich fortwährend Änderungen. Demnach verursachen Zellen weder Krebs noch HIV noch Herpes. Die jeweiligen Zellen tragen Lipton zufolge nur eine Tendenz in sich, dass solche Krankheiten ausbrechen könnten. Falls man sich also mit dem Herpesvirus angesteckt hat, ist man infiziert. Doch nicht jeder leidet für immer an der Krankheit. Bei vielen bricht es alle paar Monate aus, bei manchen nur einmal. Lipton zufolge ist der entscheidende Verursacher dafür der Stress, mit dem wir leben. Doch wer ist eigentlich der Mann? Bruce Lipton hat an der University of Virginia studiert, dann wurde er Professor für Anatomie. Er stand lange selbst im Labor, hatte aber auch Lehraufträge inne. Er hat viele Bücher veröffentlicht und mittlerweile reist er durch die ganze Welt und hält Vorträge über sein Denken. Doch was steckt wirklich hinter diesen Ansätzen, die allesamt schon fast spirituell wirken? Fest steht, als vor etwa 18 Jahren das menschliche Erbgut entschlüsselt wurde, dachten viele an das Ende dieses Forschungsbereiches, denn was sollte man jetzt noch entdecken? Doch mittlerweile ist umso klarer, dass der DNA-Code selbst nur wenig darüber verrät, wie wir Menschen zu Menschen werden. Ein anderer Forschungszweig blühte auf, die Epigenetik. Und hier lautet die zentrale Frage, welche Umwelteinflüsse haben welche Folgen für unsere Gene und wie werden sie dadurch gesteuert? Und tatsächlich, diesem Forschungszweig gelang es dann auch, mit Hilfe seriöser akademischer Forschung das Dogma der Medizin zu kippen. Die Eigenschaften eines Organismus sind durch das Genmaterial, das bei der Geburt vererbt wurde, also eben nicht unveränderbar bestimmt. Renommierte Forschungsteams weltweit konnten einen Mechanismus identifizieren, der lange übersehen wurde. Unter dem Einfluss äußerer Faktoren kann der Zellkern regulieren, wann und in welchem Ausmaß bestimmte Gene aus- und eingeschaltet werden. Kleine chemische Gruppen heften sich an einzelne Genombereiche oder lösen sich wieder ab, sodass das Markierungsmuster des Genoms modifiziert wird. Spezielle Enzyme lesen es ab und sorgen beispielsweise dafür, dass Gene eben ein- oder ausgeschaltet werden. Selbst subtile Umweltveränderungen können die Entstehung von Krankheiten oder die Veränderung von Persönlichkeitsmerkmalen beeinflussen. Heißt also im Klartext, und darüber sind sich heutzutage die meisten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler einig, wir sind mehr als die reine Summe unserer Gene. Verschiedene Umwelteinflüsse, wie zum Beispiel unser Lebensstil oder unsere Ernährung, spielen eine wichtige Rolle bei der Steuerung unseres Erbguts. Und erst gerade konnte ein Forschungsteam der Max-Planck-Gesellschaft aus Freiburg zeigen, dass solche
epigenetischen Informationen wohl sogar vererbt werden. Eine Studie an Fliegen legt nahe, das epigenetische Gedächtnis der Mutter für die Entwicklung und das Überleben der neuen Generation wesentlich ist. Wow, das alles stammt wie gesagt von renommierten Forschungsteams, die ihre Ergebnisse in aussagekräftigen Fachjournalen publizieren. Teile davon gehen mit dem Denken von Bruce Lipton überein. Beispielsweise steht außer Frage, dass Rauchen das epigenetische Programm von Lungenzellen ändert und das kann zu Krebs führen. Der Großteil der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dagegen würde Liptons Theorie abstreiten, dass man allein durch positives Denken Krankheiten ausmerzen kann. Das würde ja auch bedeuten, dass wirklich Beten helfen würde, dass man sich gesund beten könnte. Dazu hatte Lipton mal in einem Interview gesagt: Wenn ich meine Augen auf jemand richte, den ich liebe, werden lauter Botenstoffe in mein Blut ausgeschüttet, die für meinen Organismus Vitalität und Gesundheit bedeuten. Wenn ich meine Augen jedoch auf etwas richte, vor dem ich mich fürchte, werden Stresshormone in mein Blut ausgeschüttet und der Einfluss dieser Botenstoffe bedeutet Krankheit und Tod. Heißt also, wir sind nicht Opfer unserer Gene, wir sind stattdessen selbst für unsere Gesundheit oder Krankheit verantwortlich. Und ja, auch hier würden viele Forschungsteams in Teilen zumindest zustimmen, denn ja klar, ein gesunder Lebensstil kann dabei helfen, gesund zu sein und es auch zu bleiben. Doch eine hundertprozentige Garantie bedeutet das eben noch lange nicht und beten hilft ja bekanntlich wirklich äußerst selten. Fest steht zudem, Bruce Lipton bezeichnet sich selbst als Spiritual Scientist. Er bestreitet viele Prinzipien der Genexpression und beruft sich einzig und allein auf die Regulation durch Umweltfaktoren und positiver Gedanken. Doch wir wissen alle, manche Krankheiten sind genetisch bedingt, manche werden durch Umweltfaktoren ja einfach ausgelöst, da kann man gar nichts gegen machen. Die Ansätze von Lipton sind sicherlich spannend, doch am langen Ende sind sie dann doch vielleicht zu kurz gegriffen. So oder so finde ich den Ansatz aber mega spannend. Wir können vielleicht mehr beeinflussen, als wir denken. Und wenn ich mich so in meiner Umgebung umsehe, dann bemerke ich schon, dass bestimmte Menschen eher leiden als andere und dass sich eine positive Einstellung auch auf den Rest des gesamten Menschen auswirkt. Sicher hat das auch wiederum wieder mit der Beobachtung zu tun, die ja dadurch auch beeinflusst. Wir sehen positive Menschen natürlich positiver. Aber ich habe schon ein wenig den Eindruck, dass die Einstellung und die Lebensweise, die positive Einstellung und Lebensweise mehr positive Auswirkungen hat, als wir bisher gedacht haben. Wenn ihr als erstes Neues zum Thema und zu allen anderen Themen erfahren wollt, dann addet meine Telefonnummer hier bei WhatsApp. Dann erfahrt ihr vor allen anderen von mir vom neuesten Video. Garantiert, ihr könnt dort direkt über mich in der Redaktion von Klickso mitmachen und mir Themen vorschlagen oder an Abstimmungen teilnehmen und mitbestimmen, was hier bei Klickso so passiert. Einfach hier draufklicken, dann geht's automatisch weiter. Und natürlich nicht das Abo mit der Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, werden Gensoldaten jetzt Realität? Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.